Ding an! Sag mal, spinne ich? Auf das Segelboot! Entfernung 1000, Seite 25! Entfernung 1000, Seite 25! Schütz 1, Feuerbereit! Feuer! Laden! Feuer einstellen! Das sind unsere. Die müssen übergeschnappt sein. Drüben steht doch der Ivan! Стой! Это не фашисты. Это хорошие люди. По фашистской батарее! Огонь! Singt weiter! Frisch auf drum, frisch auf, im hellen Morgenstrahl. Wohl über die Berge, wohl durch das tiefe Tal. Die Wellen Das ist Pianke. Eigentlich heißt er Andreas Gross, aber sein Name ging über Nacht verloren. Es war vor 2 Jahren, im Sommer 1943, mitten in Berlin. Könnte ja der Letzte sein. Verbreiten Sie nicht solche Parolen! Ich werde eine Bombe auf die Schule. Herr Groß? Ja? Kommen Sie denn so zurecht nach dem Tod Ihrer Frau? Es geht, danke. Papa? Ja. Entwarnung! Groß. Oben vor Ihrer Wohnung warten 2 Herren. Also, das wollte mein Polenta, aber ich hab nichts gesagt. Bin erst da oben im Bett. Andreas! Was ist los? Frag nicht, komm. Halt! Halt schnell! Stell das Zeug da hin und hol die Eimer mit! Wohin gehen wir denn? Später. Komm, Andreas. Sag mir doch endlich mal, was los ist.
Die Gestapo sucht mich. Bist du ein Verbrecher? In ihren Augen schon. Hast du eine Bank ausgeraubt? Sie suchen mich aus politischen Gründen. Was sind denn das für Gründe? Politische? Andreas, je weniger du weißt, desto besser. Mann, bin ich fertig. So, das hier ist jetzt unsere Villa. Hauptsache ist ein Bett drin. Edler. Heil. Sie sind wohl der neue Mieter des Grundstücks. Mein Name ist Herms. Lockwart. Angenehm. Ich heiße Krüger. Das ist Dietel, mein Sohn. Wir sind heute Nacht ausgebombt. Tut mir leid. Dietel? Der Junge ist zum Umfallen müde. Na, lassen Sie mal, Krüger. Eines Tages wird uns der Feind alles bis auf den letzten Heller ersetzen müssen. Nur mein Auge, das kann mir keiner zurückerstatten. Dietel Krüger. So ein blöder Name. Und ich heiße ab jetzt Heinrich. Ist auch nicht so besonders schön. Heini. Trotzdem, Dietel Krüger. Nee. Na, wenigstens brauche ich jetzt nicht mehr zur Schule. Wie bitte? Guck mal, Herr Neuer! Die Deutsche Wochenschau bringt vom Kriegsschauplatz! Soeben wird ein über dem Deutschen Reich abgeschossener angloamerikanischer Flieger in ein Gefangenenlager transportiert. Der Feind liegt am Boden! Hast dich geirrt? Wolltest du zur Mädchenschule, was? Achtung! Heil Hitler! Heil Hitler! Setzen! Du bist also der Neue. Name? Ich habe nach dem Namen gefragt. Dietel Krüger. Geboren wann? 13. Ich höre. 14. Dezember 1935. Wenn du schon dein Geburtsdatum nicht weißt, dann haben wir von dir noch allerhand zu erwarten. Viel Kraft scheinst du auch nicht zu haben. Der lateinische Name für so eine Pflanze wie dich lautet Lolium temulentum. Oder zu Deutsch Schwindelweizen. In der Mark sagen die Bauern auch Pianke. Setz dich hier vorn. Wie lange währt das tausendjährige Reich, Krüger? Krüger! Schlafmütze, beantworte meine Frage. Das tausendjährige Reich dauert 1000 Jahre. Falsch. Das tausendjährige Reich währt ewig.
Bianca? Komm doch mal her. Wenn dich jemand fragt, ich arbeite für Heinrich Hoffmann, den Leibfotografen des Führers. Wirklich? Gefälscht. Auch dieser Pass. Den kann kein Mensch mehr von einem echten unterscheiden. Das reinste Kunstwerk. August Bellmann. Der hieß früher mal Kermann. Und der den Pass jetzt bekommt, der hieß wiederum Heinze. Und ist von der Front desertiert. Dass du da noch durchsiehst. Aber zu niemandem ein Wort. Und wenn ich mich nun mal verquatsche? Das darfst du nie. Musst du das alles machen? Ich muss. Wer verlangt das eigentlich alles von dir? Kannst alles essen, aber wissen musst du nicht alles. Bianca. Bianca, Bianca. Ich heiße nicht Bianca. Soll ich dich Dieter nennen? Zu Hause fand ich es schöner. Hier ist England, hier ist England, hier ist England. Das ist die letzte Lieferung. Das reicht lange. Das deutsche Volk von Thomas Mann. Deutsche Hörer, ein düsteres Jubiläum will begangen sein. 10 Jahre Nationalsozialismus. Was haben Sie dem deutschen Volke gebracht? Ich komme gleich. Alter. Hast du dich schon ein bisschen eingelebt? Es geht, Herr Herms. Kannst ruhig Onkel zu mir sagen. Gehst du eigentlich sonntags in die Kirche? Ich? Wieso? Na, ich denke, du bist in Freiburg-Breisgau geboren. Das ist doch eine stockkatholische Gegend. Die beten doch da Tag und Nacht. Kennst du überhaupt ein Gebet? Klar. Aber was mich mal interessiert, können Sie durch das Glas auch nur besser oder schlechter sehen? Wenn ich schlafen gehe, leg ich das Auge auf den Nachttisch. Selbst im Schlaf entgeht mir nichts, was in der Kolonie vorgeht. Das Auge liegt da und wacht. Dein Vater ist doch nicht etwa verwundet? Nein, der ist kerngesund. Warum ist er da nicht an der Front? Ein Mann in seinem Alter? Er arbeitet doch für Hoffmann. Ich kenne keinen Hoffmann. Das ist der Leibfotograf unseres Führers. Ach so. Dann ist er natürlich unabkömmlich. Na, grüß mal deinen Vater herzlich von mir. Thank you.
Ich bin erledigt. Ein Jude. Wer sind Sie? Ich wollte Ihnen nichts stellen. Bestimmt nicht. Früher gehörte mir die Laube, wissen Sie. Ich habe doch einen Schlüssel. Nur die Briefe von meiner Frau wollte ich. Die liegen oben auf dem Boden unter dem mittleren Dachbalken. Glauben Sie mir. Oder Sie glauben mir nicht. Nehmen Sie die Hände herunter. Stellen Sie die Leiter an. Bianca, klettere auf, sieh nach diesem Brief. Mach schon. Wenn dort aber was ist? Was soll denn da sein? Das Auge. Ein Glasauge. Bianca! In einer roten Schachtel sind sie. Sie sind Spitzel. Ich? Der Jude Schmuckstein und die Gestapo. Setzen Sie sich. Man hängt an altem Zeug. Meine Frau ist schon ein paar Jahre tot, da blieb ihr manches erspart. Wir hatten ein Konfektionsgeschäft am Hausvogteiplatz. Wir zählten uns zu den besseren Leuten. Jetzt gehe ich im alten Mantel und sammle Papier auf. In den Parks muss ja auch gemacht werden. Das ist nur die Erinnerung. Wollten Sie sich hier verstecken? Ich habe doch nichts Schlechtes getan. Also werde ich mich nicht verstecken. Haben Sie noch nichts von KZs und Judenvergasung gehört? Vielleicht könnte ich Ihnen helfen. Ihnen gültige Papiere besorgen. Sie sind sehr, sehr gütig. Was nützt es, mich alten Mann zu retten? Was wird aus den anderen, den Tausenden? Meine Adresse kennen Sie. Teufel, Schwanz und Kaffeeersatz, zeig mir doch den Judenschatz. Teufel, Schwanz und Kaffeeersatz, zeig mir doch den Judenschatz. Teufel, Schwanz und Kaffeeersatz, zeig mir doch den Judenschatz. Teufel, was machst Schwanz du denn da? Und Kaffeeersatz. Ich such den Schatz, den der Jude verbuddelt hat. Was suchst du? Unser Lehrer sagt, die Juden haben das deutsche Volk ausgeraubt. Na, irgendwo müssen sie doch die Schätze vergraben haben. Kluge Lehrer habt ihr. Bianca. Sieh dir mal diese Lauben hier ringsum an. Die gehörten mal jüdischen Schneidermeistern. Die Schlösser sehen sie nicht gerade aus, aber man hat sie ihnen weggenommen. Jedenfalls wollen sie die Welt erobern. Mit Nadel und Faden. Aber warum verfolgt man dann die Juden?
Das ist ein alter Trick der Diebe. Zu rauben, zu stehlen. Und wenn der Diebstahl entdeckt wird, auf einen anderen zu zeigen und zu sagen, haltet den Dieb. Mhm. Komm, geh bei Blumengießen her. Papa, müssen die Eier vorm Braten verrührt werden oder erst hinterher? Wenn du mich dauernd mit deiner Frage störst, kann ich das Essen auch selbst machen. Wer könnte das sein? Vielleicht die Männer, die immer nachts kommen? Kein Wort darüber. Ich denke, du schläfst nachts. Wer ist da? Ich bin es. Schmuckstein. Hat sie jemand gesehen? Nein, ich bin vorsichtig. Setzen Sie sich. Erst einmal müssen wir Passfotos machen. Nein, nein. Ich bin nur gekommen, um ein Geschäft mit Ihnen zu machen. Ein Geschäft? Geben Sie mir 3 Mark. Wozu? Sie werden sehen. Der Vertrag ist gültig, wenn Sie ihn unterschrieben haben. Ich habe ihn rückdatiert aufs Jahr 39. Ein Segelboot? Ja, was soll ich denn mit einem Segelboot? Ich bin mein ganzes Leben lang noch nie gesegelt. Und dann für 3 Mark. Ein richtiges Segelboot, Papa. Die 3 Mark sind natürlich nur symbolisch gemeint, weil ich nichts verschenke. Wenn Sie es nicht nehmen, sehen Sie, ich darf das Boot schon lange nicht mehr haben. Und morgen früh gehen alle Juden aus unserer Straße auf Transport. Wenn ich überleben sollte, kaufe ich Ihnen das Boot natürlich wieder ab. Selbstverständlich. Und ich kann wirklich nichts für Sie tun. Da wäre ein Mädchen aus unserem Hause, 8 Jahre alt. Die Eltern wären einverstanden, wenn sie es vielleicht irgendwo unterbringen könnten. Ja, aber ich habe doch was anderes zu tun, als Kinder großzuziehen. Na ja, natürlich, wenn sie es nicht können. Ausgerechnet ein Mädchen. Ja, dann muss sie eben mit auf Transport. Bringen Sie mir das Kind. Aber beeilen Sie sich, sonst ist der Transport schon unterwegs. Sie heißt Rachel. Wir werden Sie Irma nennen. Das Rührei reicht nie für 3. Ab jetzt ist sie deine Cousine. Merkt dir das. Was machst du da für ein Theater, Pianke? Denkst du, ich zieh mich vor dir an? Fertig. Die lachen mich doch alle aus, wenn ich mit dem Mädchen zur Schule gehe. Du bringst sie bis zur Mädchenschule, verstanden? In welche Klasse bist du gegangen? Ich ging in die 2. Klasse. Dann aber wurde die jüdische Schule geschlossen. Ich habe aber was bei meiner Babbe gelernt. Pappe, Großmutter, wenn du so jüdisch sprichst, kann ich dich nicht in die Schule schicken. Oh, ich kann sehr gut Hochdeutsch. Meine Eltern sind richtige Deutsche. Richtige Deutsche. Das ist wieder so ein jüdisches Wort. Ich verspreche, ich sag kein Wort jüdisch mehr. Ich hab das doch alles nur von meiner
Oma, die ist aus Jehopetz. Also mit dem Jiddisch lasse ich dich nicht zur Schule. Du lernst bei Pjanke. Bei mir? Ach du lieber Augustin. Na, wenigstens muss ich nicht mit ihr gehen. Nun sterbe ich dran. Natürlich werdet ihr zusammengehen. Der Spitzel Herms muss sehen, dass Irma zur Schule geht. Im Wäldchen kehrst du um und kommst von hinten durch den Zaun zurück. Wir erwarten Post. Na? Schon eine kleine Freundin? Mann, bloß meine Cousine. Aber wir müssen jetzt weiter. Komm. Heitler. Heil Hitler. Heil Hitler. Mahlzeit. Schmeckt sehr gut für den Anfang, Irma. Sprecht ihr nicht miteinander? Zu vornehm. Meine Eltern haben mir verboten, mit einem Goy zu sprechen. Und ich rede nicht mit einem Juden Balk. Legt eure Hände auf den Tisch. Pjanke. Jetzt seht euch mal gegenseitig eure Hände an. Und sagt mir, ob ihr irgendwelche Unterschiede entdeckt. Er hat schmutzige Fingernägel. Ja. Stimmt. Aber sonst sind sie gleich. Und mit euren Beinen ist es genauso. Und keiner von euch hat grünes oder violettes Blut in den Adern. Der einzig wirkliche Unterschied zwischen euch besteht darin, dass der eine ein Junge und der andere ein Mädchen ist. Reicht schon. Sollte ich sie mit ins KZ gehen lassen, nur weil du so einen Dickkopf hast? Meine Eltern sind doch zur Erholung gefahren. Ach so? Ja, natürlich. Deine Eltern sind zur Erholung gefahren. Alle haben sie mich belogen. Papa, Mama. Keine Gedanken. Die liegen im Liegestuhl, in der Sonne. Heul dich aus, das hilft. Besser anziehen. Na, hast du was ausgefressen? Wieso? Weil du dich hinter meinem Rücken vorbeischleichen willst. Ich schleiche doch gar nicht, Herr Herms. Onkel. Wo ist denn das Fräulein Cousine? Die ist krank geworden. Liegt seit 2 Tagen im Bett. Weiber haben eben immer irgendwas, nicht? Na, los, komm mal mit.
Hast du schon gesehen? Meine Empfehlung an den Herrn Vater. Schluf, mein Leikele, schluf. Wir sinnen bei dir Säumes. Und ein Gittermensch hat ins Versteck. Schluf, mein Leikele, schluf. Bist du noch krank? Weiß nicht. Du, ich kann dir was zeigen. Und was kannst du mir zeigen? Vielleicht ziehst du dich an und kommst mit. Oh. Nochmal. Niedlich. Du machst mich ganz schön fertig. Nochmal. Na los. Kommen wir zur Versteigerung der Nummer 4. 20 Quadratmeter Jollenkreuzer ohne Motor. Hört auf den Namen Pirat. Sieht auch so aus. Bisschen jüdische Schlamperei. Taxwert 3000 Mark. Hören Sie mal, Herr Ernst, bietet. Seit wann versteigern Sie fremdes Eigentum? Der Kahn gehört mir. Seit ein paar Jahren. Das ist eine Richtigkeit. Das ist doch Beschiss! Herr, Sie erinnern sich später an Ihr Eigentum. Außerdem sind da noch Rechnungen. Für Auf- und Abslippen offen. Na bitte! Im Dienste des Führers hat man nicht immer Zeit fürs Vergnügen. Naja, es geht in Ordnung, Parteigenosse Krüger. Volksgenossen, gehen wir zum nächsten Objekt. Kommt, dann ist es auf so einem Boot lebensgefährlich. Oder ein Taifun. Könnt ihr auch eine Mine hier rumschwimmen? Ja, Onkel, gibt's hier Minen? Unsinn. Keine Minen, kein Gewitter, kein Taifun. Überhaupt keine Gefahr. Im Frieden. Wir werden weiter marschieren, denn alles in Scherben. Ich möchte raus. Dreh dich weg. Dreh dich weg. Ich friere. Du bist gemein. Er hat seinen Namen zu Recht. Pianke. Papa, hilf doch mal! Vielleicht hilft Irma dir. Seid ihr albern?
Süßwassermatrosen. Unser Boot ist besser. Neppig. Und das ist stabiler. Ruhe an Bord. Klar zur Wende. Geben Sie Raum. Ich laufe hier auf Grund. Und dreh. Raum. Geben Sie Raum, verdammt nochmal. Den Kahn habt ihr wohl im ewigen Eis gefunden. Nein, Kahn ist das nicht, eher eine Panzersperre. Groß Maul, aber kein Schimmer vom Segeln. Ja, sagen Sie mal, Sie hätten uns ja beinahe gerammt. Ich hatte Wegerecht. Lee geht vor Luf. Was meinen Sie? Wenn Sie allerdings meinen, Sie sind im Recht, können wir die Angelegenheit auch bei der Wasserpolizei klären. Ja, Schaden ist ja nicht entstanden. Hätte aber können. Ich entschuldige mich in aller Form, Herr... Schramm. Angenehm, Krüger. Ebenfalls. Sie sind wohl blutiger Anfänger, Kamerad Krüger. Unsere erste Ausfahrt. Na, jeder fängt mal an. Wenn Sie gestatten, weise ich Sie in die Segelkünste ein. Ja, gern. Heinz und Dieter, ihr könnt den Jungen an Bord nehmen und ihm den ersten Schliff beibringen. Ich winke mit der Mütze, wenn ihr mich wiederholen könnt. Jawohl, Vater. Ihr werdet schon Freunde werden. So, fangen wir mit der Wende an, Herr Krüger. Was? Hier gilt mein Befehl, klar? Jeder Befehl an Bord wird mit lauter Stimme wiederholt. Also. Es ist Marinebrauch. Wer nicht hört, kriegt eins mit dem Tauende. Also gut, ich hab verstanden. Befehle mit lauter Stimme wiederholen. Muttersöhnchen, was? Ich hab keine Mutter mehr. Klar zur Wende. Klar zur Wende. Na los nach vorn. Vorsegel rumholen. Vorsegel rumholen. Zieh schon, zieh! Wenn einer zu uns gehören will, muss er erst mal was zeigen. Also, die erste Prüfung hast du bestanden. Ich will keine Freunde, bei denen ich erst eine Prüfung ablegen muss. Lass ihn. Er ist gar nicht so eine Memme. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Du bist dran. Lass mich zufrieden mit deinen Weiber spielen. Pionkolo. Bist hängen geblieben? Neppig. Ach, Gott soll die Spenden wieder aus ihre Pets. Bist du verrückt? Du musst doch den Mund halten hier draußen. Ich will aber auch sprechen. Dann musst du es unterdrücken. Oder du musst dich in Zeichensprache verständigen. Es gibt Dinge, die kann kein Mensch ohne Worte sagen. Es gibt für alles Zeichen. Pass auf. Aber wie willst du jemandem sagen, dass du ihn lieb hast? Sogar so ein Quatsch geht. Ha, siehst du aus, als ob du Herzschmerzen hättest. Mach du es doch besser. Darauf wäre ich auch gekommen. Bist du aber nicht. Pass auf. Schämt euch! Ihr benehmt euch wie die Verrückten. Dabei solltet ihr stolz sein, so eine Sprache zu haben, um die uns die Polacken und die Tommys beneiden.
Ich werde die Lust zum Faxen machen schon vergehen. Kommt mal mit. Seht mal. Die Frau da ist taubstumm. Wahrscheinlich hat sie als Kind mal genauso verrückt gespielt wie ihr vorhin. Und dann hat eine Uhr geschlagen oder der Blitz ist irgendwo eingeschlagen. Und nun ist sie stumm ihr Leben lang zur Strafe. Da, und unter den Rock kann man ja auch noch gucken. Aber nicht zu laut, Herr Hahn. Ach was, die hört kein Wort. Hey, sieh da! Schönen Sauerkohl haben Sie da. Ja. Lasst euch das eine Warnung sein. Ein Lied. Drei, vier. Heil Hitler, Herr Harms. Heil Hitler. Heil Hitler. Da, die Katze. Ist die niedlich? Mama! Ich nicht. Du, die kann auch Deutsch. Die hat jedes Wort verstanden, was Herms zu ihr gesagt hat. Ich schäme mich so. Wieso du? Sie hat Angst vor Herms. Meinst du, Psst, Feind hört mit? Eine Spionin? Mensch, dann ist die ja gefährlich. Bist du bescheid? Doch nicht für uns. Die ist doch auch gegen die Nazis. Du, das müssen wir Vater sagen. Ich sag's, du musst zur Schule. Bei so einer wichtigen Angelegenheit darf ich in der Schule fehlen. Papa schreibt mir einen Entschuldigungszettel. Wenn ihr diese angeblich Taubstumme irgendwo trefft, lasst sie in dem Glauben, dass ihr kein Wort gehört habt. Wir kümmern uns nicht um diese Frau. Sie existiert für uns nicht. Vielleicht braucht sie aber Hilfe. Vielleicht ist sie ein Lockvogel der Gestapo. Ich darf uns nicht in Gefahr bringen. Also keine Widerrede. So, Pianke, du hast jetzt wieder ab zur Schule. Kannst mir doch eine Entschuldigung für heute schreiben. Ja, aber nur, dass du eine Stunde zu spät kommst. Sind doch bald Ferien, hm? Ferien. Die Ferien liebte Pianke an der Schule. Nach den Ferien kam jedoch ein langer Herbst. Und ihm folgte ein noch viel längerer Winter, in dem Irma nicht hinausgehen konnte, weil es an Schuhen fehlte. Und wenn dann endlich der lang ersehnte Frühling kam, schien alles wieder gut. Der Mai ist gekommen,
die Bäume schlagen aus. Da bleibe, wer Lust hat, mit Sorgen zu Haus. Sieh die Wolken dort wandern am himmlischen Zelt. Hör auf! Man darf nicht reden, wie man will. Man darf nicht singen. Kann mir einer sagen, was man überhaupt darf? Später, wenn alles vorbei ist. Ich hab Hunger. Es ist nichts da. Will keiner mehr deine Fessel? Mir fehlt Material, du neunmal Kluger. Spezialpapier, Film, Entwickler. In der Nähe von der Schule ist ein Fotoladen. So einfach im Laden, da bekommst du nichts. Machst dich nur verdächtig. Ich kenne ja eine Frau, die arbeitet in einem Fachgeschäft. Aber man will nicht, dass ich mich mit ihr in Verbindung setze. Man traut ihr nicht. Warum? Früher war sie bei der Arbeiterjugend, dann ist sie zu den Nazis. Später wollte sie Hitler abknallen. Und? Der lebt noch. Biancala. Wenn ich dir jetzt genau aufschreibe, wie du zu dieser Frau mit dem Fotoladen kommst, würdest du morgen früh hinfahren? Klar, wenn du mir eine Entschuldigung schreibst für die Schule. Bianca, in der Nähe wohnen Oma und Opa. Besuche sie nicht. Ich möchte zu Fräulein Heumeier. Ja, bitte? Vielleicht könnten Sie Fräulein Heumeier rufen? Das bin ich. Du bist also der Andreas Groß. Wo wohnt ihr denn jetzt? Immer noch am Staufenplatz. Na, lügen kannst du ja ganz gut, was? Das Haus am Staufenplatz ist nämlich ausgebombt. Ich gehe jeden Tag daran vorbei. Brauchst keine Angst zu haben. Ich weiß Bescheid. Eure Adresse musst du mir nicht sagen. Hm? Lebt dein Vater wieder mit einer Frau zusammen? Für solche Kinkerlitzchen hat er keine Zeit. Andreas, ich habe das Zeug, was dein Vater benötigt, nicht komplett.
Aber in der Mittagspause kann ich das besorgen. Hm? Kommst um 3 wieder. Und mach dir keine Sorgen wegen der Polizei. Ich verpfeife euch nicht. Na, Ehrenwort. Wissen Sie, ob das Haus meiner Großeltern noch steht? Weserstraße 312. Unten im Haus ist ein Fleischer. Das kann ich dir nicht sagen. Aber du hast doch jetzt Zeit. Geh doch mal hin. Andreas! Mein junge Opa, guck! Mein Gott, bin ich froh. Ja, dann nun lass ihn mal los. Ich will ihn auch küssen. Du hast reingehauen, als wenn du bei deinem Vater nicht genug zu essen bekommst. Ich esse jetzt immer so viel, Opa. Nur sauber essen, das hast du immer noch nicht gelernt. Naja, von wem auch. Da drüben holt einen. Sieht vielleicht aus. Der Kragen, der steht ja verdreckt. Komm, zieh's aus, ich weiß. Nee, Oma, ich muss gleich wieder los. Ja, das könnte dir so passen. Ich wollte euch bloß mal sehen. Papa wartet. Der kann warten. Wo treibt ihr euch eigentlich rum? Mich haben sie schon 2-mal zur Gestapo bestellt. Ins Gesicht hat mir ein junger Kerl geschlagen, weil ich eure Adresse nicht kenne. Lassen doch. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Wegen deinem Vater werden die uns beide ins KZ stecken. Und wenn sie ihn bei uns antreffen, dann werden sie ihn schlagen wie dich. Wer weiß, vielleicht stecken sie ihn auch ins KZ. Dann machen sie Seife aus Menschenknochen. Schreib doch den Mund! Du bringst uns doch in Kopf und Kragen! Hast du doch selber erzählt. Aber nicht, damit du erst weiter plärrst. Und außerdem machen sie das nur mit den Juden. Oma, mir wird so schlecht. Schnell einen Eimer. Oh, Junge. Dass du dem Jungen auch sowas erzählen musst. Ja. Komm, geht's besser? Ja. Ach, du liebe Zeit. Na, nun guck dir das Hemd an. Jetzt muss man es aber wirklich ausziehen. Komm her. Na, du hilfst mir mal mit. So. Ja. Mach doch mal die Hände ein bisschen zusammen, so. Oh, oh. Bei der Eisenbahn sieht und hört man so allerhand. Andreas? Wollte ich dir eigentlich schon zum Geburtstag schenken? Ist vielleicht doch besser, du gehst zu deinem Vater zurück. Und wenn du die Treppen runtergehst, lass dich von keinem sehen. Und am besten, du kommst nicht mehr. Verdammt mal, ist deinem Vater. Sagen wollte. Herr Littler. Danke. Denken Sie daran, unbedingt auf Chamois. Ja. Herr Littler. Wiedersehen. Mach
macht 70 Mark. Ich hab's Geld verloren. Na, lügst ja schon wieder, Andreas. Ich konnte mir denken, dass dein Vater kein Geld hat. Na komm, nimm das Zeug und dann hau ab. Nein, wirklich? Das ist ja schon gut. Und sag deinem Vater, ich bin immer für ihn da. Heil Hitler. Bei mir immer guten Tag und auf Wiedersehen. Dein Vater hat sich Sorgen gemacht. Das kannst du dir überhaupt nicht vorstellen. Und du siehst verheult aus. Dein Vater hat sich eine Zigarette nach der anderen gedreht. So aufgeregt war er. Wo hast du denn das Hemd hier? Von Oma. Wie soll ich das Papa beibringen? Ich glaube, dein Papa interessiert sich nicht dafür, was du für Hemd trägst. Hauptsache, du bist wieder da. Was machst du denn da? Zumachen ist besser. Gott sei Dank. Er hat alles bekommen. Bianca? Das hast du sehr gut gemacht. Ich hab ganz schön für die Rechenarbeit gekämpft. Ich kann machen, was ich will. Es wird schon klappen. Es geht bestimmt schief. Was ist denn? Ich habe vergessen, den elektrischen Kocher auszuschalten. Sag Opa-Mann, mir ist schlecht geworden. Mensch, Diethelm, zitterst du, als hätte ich ein abgesprungener Tommyflieger erwischt. Nun schlagt schon zu, wenn ihr was von mir wollt. Merke dir eins, nur Feiglinge schlagen den Schwächeren. Auf Ehre, wir tun dir nichts. War nett, euch mal wieder zu sehen. Muss weiter. Was suchst du überhaupt im Wald? Schwänz die Penne. Gib schon zu. Ihr auch? Kannst den Mund halten? Setz dich mal. Schwör's. Ich schwöre. Wir sitzen in der Kacke. Gestern wollten wir die Segelsaison zünftig eröffnen. Dabei hatten wir ein paar Flaschen Bier mit. Da haben wir einen Kahn vom Alten versenkt. Quatsch. Ihr macht Witze. Nee, mein Lieber. Sonst würden wir nicht im Freien übernachten. Ist ja noch saukalt. Wir haben Balken gerammt. Zwei Planken gebrochen. Ein riesen Loch im Boot. Gluck, gluck. Der Alte schlägt uns tot. Der Kahn war sein Ein und Alles. Aber der kann uns mal. Wir melden uns bei der Kriegsmarine in Kiel. Es geht dabei nicht nur allein um uns. Wir flüchten nicht einfach so vor unserem Vater. Wir wollen in dieser schweren Stunde unserem Führer zur Seite stehen. Was meinst du für eine schwere Stunde? Wir haben schwere Verluste an der Front. Der Feind erringt Teilerfolge. Sag bloß, wir verlieren. Nein, der Endsieg gehört uns. Darauf kannst du dich verlassen. Aber das wirst du alles richtig lernen, wenn du erst bei den Pimpfen bist.
Ich werde aber erst im nächsten Jahr 10. Ich glaube, du wirst ein prima Kamerad. Komm mal mit. Siehst du die Säule mit dem Schwert und dem Schild? Das ist die Landzunge. Sie heißt Schildhorn. An dieser Stelle ist Albrecht der Bär mit seinem Pferd über die Havel geschwommen. Stell dir vor, wie er langsam ans Ufer steigt. Aus seiner Ritterrüstung tropft noch das Wasser. Du fragst vielleicht, wie konnte er das schaffen? Hm. Albrecht der Bär hatte einen eisernen Willen. Unser Führer wird es auch schaffen. Er hat auch diesen eisernen Willen. Ich mach das schon. Kann ich rausgehen? Du bist doch erst morgen dran. Ach, lass mich. Denk aber nicht, dass ich morgen für dich abtrockne. Würde dir gut tun. Willst mich wohl loswerden? Unsinn. Ich dachte einfach, es wäre besser für dich, frische Luft. Ich hole mir doch keinen Schnupfen. Vor uns liegt ein neuer Lebensabschnitt. Vielleicht fallen wir auch. Dann sehen wir uns nie wieder. Ich wünsche euch alles Gute. Was? Du willst unser Freund sein und begleitest uns nicht mal bis zum Fernbahnhof? Was ist denn eigentlich, wenn der alte Merker 57 Mark fehlen? Verpfeifst du uns wohl gleich? Und uns greifen sie schon auf den Bahnhof. Aber Dieter, was redest du da? Er verpfeift uns nicht. Solche Worte wie Freundschaft, Kameradschaft, die bedeuten ihm noch nicht so viel. Er ist noch zu klein. Er ist doch noch nicht mal Pimpf. Also gut, ich fahre noch ein paar Stationen mit. Entschuldige, aber ich habe dich wohl doch unterschätzt. Von welchem Bahnsteig fährt der Zug nach Kiel? Bahnsteig 5. Wir wollten ja in Kiel. Wir sind Freiwillige für die Marine. Freiwillige? Aber ihr geht doch noch zur Schule. Bis gestern. Wachtmeister, ja? Das sind Moment, die Burschen, die Sie suchen. Lassen Sie mich los, wir sind frei. Hier wird sich alles rausstellen. Ich gehöre doch gar nicht dazu. Meinst du, solche halbe Portion wie dich braucht der Führer, um zu siegen? Los, rein mit euch. Drei Jungen auf dem Bahnhof aufgegriffen. Ahnte ich es doch. Ich übernehme das hier schon. Sie können wegtreten, meine Herren. Alles andere klären wir zu Hause. Los ab! Wir müssen ein Protokoll anfertigen, Standartenführer. Fertigen Sie an, was Sie wollen. Schicken Sie es mir zur Dienststelle. Was soll aus dem Dritten werden? Der geht mich nichts an. Aber Papa, das ist doch der Junge von dem alten Jollenkreuzer. Na, du weißt schon, der uns damals beinahe gerammt hätte. Erinnere mich nie wieder an Boote. Also du bist das. Mir gefallen Jungen, die Mut haben.
Jungen, die keine Waschlappen sind. Und aus Angst vor der Strafe an die Front desertieren. Du kannst nach Hause gehen. Empfehlung an den Herrn Vater. Dieter, hier. Danke. Heil Hitler. Heil Hitler. Ich brauche aber seinen Namen fürs Protokoll. Wie heißt er? Dieter Krüger. Komm nach vorn. Die Schule war dir also zu langweilig. Zur See wolltest du. Seht ihn euch an. So sieht ein Schulschwänzer aus. Du schreibst 100 Mal in dein Heft, ich darf die Schule nicht schwänzen. Verstanden? Ich möchte dir noch etwas sagen. Du hast mit deiner Tat dem Willen unserer ganzen Klasse entsprochen. Den Führer und das deutsche Vaterland bis zum letzten Blutstropfen zu verteidigen. Auf! Sag schon, Anschlag für Luise. Sie? Was machen Sie denn hier? Ich habe deinen Vater besucht, Andreas. Und er hat mich geschickt, dich nach Hause zu holen. Ach so? Deine Freundin? Ist meine Cousine Irma. Tag. Na, gehen wir. Dein Vater wartet schon. Nach links möchten wir gehen. So, hier sieht ein Weg wie der andere aus. Hallo, Hans. Ich darf da wohl ablegen. Ach du lieber Augustin. Die hat mich reingelegt. Schön warm habt es. Ich mache aber auch einen Mist. Was willst du? Ich hasse die Nazis genauso wie du. Übrigens, dein Andreas ist schon pfiffig. Aber ich habe dich überlistet. Du hättest den Zettel, auf dem dein Vater den Weg zu mir beschreibt, nicht im Rucksack lassen dürfen. Ich wusste nun ungefähr die Gegend, wo ihr euch aufhaltet. Und seit ein paar Wochen suche ich euch. Heute endlich hatte ich Glück. Warum hast du dir diese Mühe gemacht? Brauchst du Papiere? Nein. Aber wenn mich ein Mann interessiert, gebe ich nicht gleich auf. Du gefällst mir nach wie vor. Vielleicht ist jetzt nicht der richtige Augenblick. Ich meine... Die Kinder. Die wissen so vieles, was sie in diesem Alter noch nicht wissen sollten. Da kommt es auf ein paar persönliche Dinge nicht an. Du machst den Eindruck, als hättest du Angst vor mir. Was wird jetzt passieren? Nichts. Außer vielleicht, dein Papa heiratet. Niemals. Er wird sie erschießen. Sie werden die ganze Nacht kein Auge zumachen. Eine Frau hält das einfach nicht aus. Ich an ihrer Stelle würde nach Hause fahren. Willst mich wohl unbedingt loswerden. Übrigens,
Habe ich gar nicht die Absicht, darauf zu schlafen. Nein? Du hast doch schon öfter drauf geschlafen. Bist abgehärtet. Ich werde wohl mit in Vaters Bett schlafen. Nein, das schickt sich wirklich nicht, Fräulein Heumeier. Du bist schon eine Anstandsdame im Nachthemd. Vergess mal lieber nicht, dass wir du zueinander sagen. Ich duze keine Leute, die ich nicht ausstehen kann. Vielleicht möchten wir nach dem Krieg das Fräulein Heumeier wieder loswerden. Endlich haben wir jemanden, der sich um eure Erziehung kümmert. Ja, jeden Tag Fußboden scheuern, Staub wischen, Ohren waschen. War doch sonst nicht nötig. Eben. Werden nach dem Krieg die Nazis alle eingesperrt? So große Gefängnisse gibt's gar nicht, dass die da alle reinpassen. Voll. Herr Lädler, Parteigenosse Herrn. Moment, ich komme gleich. Ist Ihnen nicht gut? Sie sehen so bedrückt aus. Ich bin beauftragt, den Volkssturm auf die Beine zu stellen. Bringen Sie mal halbwüchsigen Pensionären und körperverletzenden Schießen bei. Parteigenosse Krüger, Sie sitzen noch an der Quelle. Gibt's was Neues von der Front? Im Vertrauen. Der Führer erwägt, Warschau aus taktischen Gründen aufzugeben. Keine Sorge, Herms. Der Führer weiß schon, was er tut. Und seinen nächsten Geburtstag feiern wir in Moskau. Vertrauen gegen Vertrauen. Heute Nacht ist großer Alarm. Wir durchkämmen die Siedlung nach Volksfeind. Hat man mir schon durchgegeben. Am besten ist, ihr fangt bei meinem Häuschen an. Danach können die Kinder dann bis zum Fliegeralarm ruhig schlafen. Ich gebe meinen Leuten einen Wink. Ihr Haus bleibt unangetastet. Alles gut. Heil Hitler. Heil Hitler. Keine Unruhe. Wir drei sind doch prima Nazis. Mein Gott, wir müssen die Taubstumme warnen. Das werden wir nicht. Vielleicht ist sie ein Lockvogel. Ach, und das Fräulein Heumeier? Ich kann nicht allen misstrauen. Neppig. Hier. Ist das wirklich diese Laube? Ja, aber vielleicht hat Papa recht. Vielleicht machen wir was falsch. Na, nur sei mal nicht feige. Wir kriegen schon raus, was mit ihr los ist. Die spricht wieder ausländisch. Das ist Französisch. Die sind nicht von der Gestapo. Du stehst hier draußen, Schmiere. Wer ist da? Ich komme von der NS-Frauenschaft. Was wollen Sie? Was fällt Ihnen ein, sich einfach hier hereinzudrängen? Was ich Ihrer Frau zu sagen habe, soll nicht jeder hören. Sparen Sie sich die Mühe, sie ist taubstumm. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Je sais qui vous pourrait parler. Vous n'êtes pas sourd-muet. Ich habe es Ihnen ja gesagt. Also, Ihre Frau ist eine französische Fremdarbeiterin. No, nicht Fremdarbeiter, Zwangsarbeiter. Für scheiß Firma Siemens. Ils sont déportés moi à Paris. Ich bekomme ein Kind von einem Deutschen. Ihr wollt es mir wegnehmen, ich... Aber ich will Ihnen doch helfen. Helfen? Sie wollen mein Kind töten. Sehen Sie, was Sie angerichtet haben. Sie müssen beide sofort das Haus verlassen. Die Nazis führen heute Nacht eine Razzia durch. Sie sind nicht Nazi? Warum der Mantel? Hat mir mal gefallen. Kommen Sie. Beeilen Sie sich. Psst. Ist alles klar? Yeah.
Verdammt, das tut doch weh. Was stöhnt da? Die Französin, sie bekommt ein Kind. Ich werd verrückt. Du musst es doch gesehen haben. Sie hatte einen dicken Bauch. Ah! Nein. Ich möchte nie ein Kind. Ja, und nun pressen. Weiter, weiter, weiter. Ja, weiter. Und so durchatmen, schön. So, so ist schön. Ja. Ja, ist gleich vorbei. So, jetzt bin ich zusammen. Ja. Es ist da. Nun ist alles gut. Das Baby ist ja blutig. Das muss so sein. Ihr sollt schlafen. Vielleicht haben wir uns in der Heumeier in Luise getäuscht. Meinst du? Lasst es euch schmecken. Gute Nachrichten. Ernst sagt, Sie haben bei der Razzia niemanden erwischt. Ihre Laube ist durchsucht worden. Man hat angenommen, Sie sind zur Nachtschicht. Hermann holt Sie bei Dunkelheit. Und morgen haben Sie Ihren neuen Pass. Wann hört dieser Wahnsinn bloß mal auf? Fünf Monate später, im Frühjahr 1945, hatten die Truppen der Roten Armee Berlin erreicht. So rum. Guck dir mal den Stand. Und rein und ziehen. Na komm. Das sind unsere. Hallo, Diethelm. Ach, Dieter. Komm weiter, oder willst du zu Hause frieren? Was macht denn Heinz? Der ist gut. Der wird jetzt am schweren MG ausgebildet. Und mich lassen hier schippen. Schnauze da vorne. Sollte gerade dir eine Ehre sein. In diese Stellung hier zieht ein SS-Bataillon. Ach so. Los, Irma. Warum seid ihr denn nicht in der Schule? Unsere Schule ist jetzt ein Lazarett, Onkel Hermes. Ach so. Jetzt sind die Schüsse schon so nah, dass man Angst haben möchte. Eine Granate verirrt sich hierher. Wenn's ernst wird, gehen wir in den Spittergraben. Ich habe meine Arbeitsstelle verloren. Hitler ist tot! Ja, habt ihr denn nicht verstanden? Hitler ist tot! Nachfolger des Führers spricht zum deutschen Volk. Irma! Deutsche Männer! Heinrich! Warum denn Heinrich? Ab jetzt wieder Hans! Hans! Also Schluss jetzt! Rein da! Rein! Warum denn? Rein! Rein! Trauer und Ehrfurcht. Luise hat recht. Die kleinen Hitler werden bis zum letzten Mann kämpfen. Und einen anderen Weg aus der Siedlung gibt es nicht mehr. Wenn uns einer sieht, der denkt, wir sind plemplem. Hört ihr, wie sie schießen? Das Boot muss für alle Fälle segelklar sein. Deutsche, legt die Waffen nieder.
Jeder Widerstand ist zwecklos. Die Rote Armee steht im Zentrum Berlins. Die Frontlinie verläuft über die Tiergartenstraße, den Potsdamer Platz, Heinrich. Bahnhof Friedrichstraße, Invalidenstraße. Es geht ums Überleben. Ich habe die Taubstumme sprechen gehört. Französisch. Nun nehmen Sie doch erstmal Platz. Ist die Spionin? Nehmen Sie sich eine Zigarette. Ja. Irma, wir müssen die Französin warnen. Sag Vater, wir verstecken sie im Yachthafen. Hm? Komm. Angenommen, sie ist eine Spionin. Was sollen wir denn unternehmen, Herms? Begreifen Sie denn nicht? Die weiß alles über uns. Dass ich hier Blockmart war, dass Sie für den Führer persönlich gearbeitet haben. Die wird uns an die Russen verraten und wir werden hängen. Mein Vorschlag. Im Wald liegt die SAS. Wir übergeben sie denen. Die werden dann schon wissen, was sie mit ihr machen. Ich mache mir in letzter Minute, jetzt wo Hitler tot ist, nicht mehr die Finger schmutzig. Ich würde Ihnen auch abraten, Herms. Da Sie keiner Wehrmachtseinheit angehören, unterstehen Sie ab sofort dem Volkssturm. Sie werden nach meinem Befehl handeln. Das glaube ich kaum, Herms. Stellen Sie doch die Pistole weg. Wenn Sie schießen, Sie machen sich ja mit unglücklich. Wenn meine Leute im Yachthafen fertig sind, kommen Sie hierher. Was hat der Volkssturm im Yachthafen zu tun? Auf Befehl zertrümmern Sie die Yachten, damit der Feind sie nicht benutzen kann. Krüger, Ihre auch. Mensch! Luise, bringt doch die Französin zum Yachthafen. Wir gehen zum Yachthafen. Sie gehen voran, Herms. Wenn Sie nicht tun, was ich sage, dann knallt's. Jawohl. Los jetzt! Bianca, komm! Da. Endlich Verstärkung! Das Boot ist aus Steineiche und die Achse ist stumpf! Schramm! Wo sind denn die anderen? Abgehauen! Alle abgehauen, die Schweine! Kaum, dass sie sich umgedreht haben! Das ist ja Fahnenflucht. Na was, brauchen Sie eine Extra-Einladung, Herms? Dieter, komm her! Darfst auch mal ordentlich mit der Axt zuhauen! Verrat? Mach, dass du unter Deck kommst, wir segeln. Nicht mit mir! Endlich tun Sie mal das Richtige, Herms. Alles in Butter! Ja, am Graben, vor der Siedlung. Danke, Kamerad. Wann müsst ihr sie aufhängen? Und euch alle mit! Das verdanken wir alle solchen wie deinem Vater. Die Großen haben uns reingeritten. Und wir müssen es ausbaden. Die Feigling.
Sie haben nur Angst um sich. Ich habe immer gewusst, was Sie für einer sind, Krüger. Ich habe Sie nicht verraten. Pfui Teufel! Danke. Und singen! Ihr sollt singen, das irritiert Sie. Der Herr Mai ist gekommen, die Bäume schlagen aus. Da bleibe, wer Lust hat, mit Sorgen zu Haus. Wie die Morgen. So steht auch mir der Sinn in die weite, weite Welt.